Auf dem Long Way Home muss man irgendwann nochmal tanken. Oh, gut. Ja, ja. Gut. Außerdem ist man eh meistens an der Tankstelle, wenn man auf Tour ist. Genau. Ihr seid natürlich immer noch beim Track by Track. The Long Way Home. Wir sind die Donuts und erklären euch unser neues Album. Und der Track Nummer 7? 7, ja. 7. Ist ein Song namens Make Believe. Der, ja, ich glaube, da braucht man auch viel Sprit für. Der hat eine Menge Dampf. Ich glaube, das wird einer der Live-Kracher, glaube ich, von der Platte. Kann sein, ja. Definitiv. Ich habe schon öfter mal den Vergleich gehört, Sisters of Mercy, finde ich abgefahren. Ja, genau, was wurde denn noch gesagt? Ich habe auch noch was mit AFI gehört. Ne? Ja, genau, auch das gab es. Alkaline Trio, da gibt's, also man hört mal wieder Schnittmenge, scheint Punkrock auf der einen Seite und 80er auf der anderen Seite zu sein. Finde ich, sind zwei Welten, die durchaus miteinander konform gehen. Bin ich fein mit. Donuts und Tankstelle geht natürlich auch extrem konform, denn was macht man schon in Nippenbüren, zumindest früher? Es gab ja nicht so viele Orte, wo man hingehen konnte außerhalb der Scheune, weil in die Bums-Diskothek um die Ecke wollte ja niemand. Da geht man dann schon mal zur Tanke und kauft sich so einen bis fünf. Oh, ey, und außerdem ganz, ganz heißer Insider-Scheiß. Jan Dirk hat früher an der Tanke gearbeitet. Ja klar, aber nicht hier an so einer roten. Nee, an der blauen. Ja. Wir befinden uns übrigens hier an Ausfahrt Nummer 11. Also alle mal in den Büren bitte abbiegen hier an der A30, meine Damen und Herren. Ja, und überhaupt beim Abbiegen nochmal schnell irgendwo beim Plattenladen deines Vertrauens rein und The Long Way Home gekauft und in Make Believe reingehört, oder? Ja, ja, der hat so viel Schub, das gibt's überhaupt nicht. Der ist echt die Arschrakete, der Platte. Der ist so räudig irgendwie, als wenn du einen Berg runterrennst, da kannst du ihn nicht mehr anhalten. Und mein persönliches Highlight am Ende vom Einsingen, werdet ihr auch dann hören beim Song, macht Guido einmal ganz am Ende vom Song, hat vermutlich super getankt, der Song. Oh, definitiv. Aber wo schon, sollen wir noch einen kleinen, großen Schnapper? Was ist das?